Hi zusammen, wir befinden uns zurzeit auf Fuerteventura. Wir sind heute Morgen mit dem Auto nach Covalejo gefahren, von da aus dann mit dem Rad 40 Kilometer an Sanddünen vorbeigefahren, rüber nach El Cotillo. Das Wetter hier ist super, kein Wind, wir sind auch heute schon schön braun geworden. Tag 2 heute hier auf Fuerteventura. Wir haben uns heute Morgen kurzerhand dazu entschlossen, die Lavalandschaft hier rings um das Hotel mal zu erkunden. Dazu haben wir uns dann im Hotel hier Fatbikes ausgeliehen. War eine richtig coole Runde, um die 2 Stunden. Hat echt viel Spaß gemacht, aber jetzt freue ich mich auch wieder aufs Rennrad fahren und heute Abend geht es hinter uns in den Pool. Wir sind heute 130 Kilometer Runde durchs Inland gefahren, sehr hügelig mit sehr viel Wind, wie man sehen kann. Die Sonne ist auch nicht ganz zu unterschätzen, wie man hier sehen kann. Sonnencreme wäre, glaube ich, da auch ganz gut gewesen. Tag 4, der letzte Tag heute ist rum. Heute ist sehr, sehr windig, wie man hört und vielleicht im Hintergrund sehen kann. Deswegen sind wir nur eine kleine Runde gefahren. Ich denke, dass der Trainingseffekt trotzdem da ist. Wir mussten ordentlich in die Pedale treten, damit wir überhaupt vorankommen. Wir sind ungefähr 30 Kilometer am Anfang nur mit Gegenwind gefahren. Wir hatten eine sehr schöne Zeit hier im Plaitas Hotel, das ist hier der Hintergrund. Und ja, wir hoffen, dass wir wieder zurückkommen können.